herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Uwe ist gerade anderweitig beschäftigt mit der anderen Hand. Gebläse ausmachen. Ja, hier, Miss Wett Berlin, ne? Heute trägt man Wett. Ja, eben sah es noch doller aus, weil die ganze Brille besprenkelt war. Aber das habe ich schon weggewischt. Wieso? Haben wir so eine feuchte Wohnung? Ja. Fließend Wasser vom Himmel. Wir haben keine Decken. Ja, nee, es ist hier am Regen und am Stürmen und ach, das ist so ein. Ich bleib im Bettwetter, Leute. Ja. Na dann ab. Ab ins Bett oder ja. Was? Nein. Dann esse ich alleine. Und der Uwe war schon wieder für mich was shoppen, weil ich ja anderweitig beschäftigt war. Ja, hast du einen Job und keine Zeit gehabt. Du wackelst. Ach, das sieht bloß so aus. Der Uwe hat für mich bei Aldi Sockenwolle holen müssen. Tada. Ah, wie cool sieht die denn aus? Yay. Ja, die hat er für mich geholt. Also falls ihr lieben Strickliseln, die mir auch auf diesem Kanal folgen, Sockenwolle wollt, dann nischt wie zu Aldi. Was kam denn das Paket, Schatz? 5,99 oder 6,99? Ich glaube 5er. Also 6 Euro. Und das ist stinknormale Sockenwolle. 75 Schuhwolle, Superwash und 25 Polyamid. Ja. Genau. Also am liebsten hätte ich ja davon Pullover, ne? Das sieht so cool aus. Ich muss gerade mal kicken, wie ihr das am besten seht. Ja, aber ich glaube, so sieht man alles. Ja. Und ich habe einen leckeren Tee gerade serviert bekommen. Und ich lasse mich mal überraschen, welcher. Oh, das riecht nach Kaminzauber. Grüße gehen raus an Andrea. Und ganz viel Liebe. Ja. So sieht's mal aus. Okay. Jetzt habt ihr mich also nass mit einer Regenfrisur gesehen. Der Uwe ist gerade hier auch noch, wenn ihr das Blubbern hört, am Essen kochen. Ich bin nicht am Blubbern. Nee, ich bin gerade am Blubbern und das Nudelwasser. Weil jetzt gibt es nämlich gleich Spaghetti Bolognese, denn gestern habe ich Bolognese-Soße gemacht. Und da freue ich mich jetzt ganz, ganz dolle drauf. Guten Appetit. Piep, piep. So, wir lassen mal die Kamera mitlaufen heute und machen einen kleinen Mukbang mit euch, sozusagen. Mein Tee hat auch schon fast ausgetrunken und der ist so lecker, Leute. Wenn ihr so ein bisschen auf Marzipan steht, das ist kein Marzipan, ne? Aber das schmeckt ein bisschen marzipanisch. Da kann ich euch wirklich von Glubbe Teekanne wartet, den Kaminzaubertee empfehlen. Der ist so, so lecker. Also ich muss mir den unbedingt wieder nachholen. Von wem hast du den? Wie ist der denn mehr? Doch von Andrea, hat doch schon gesagt. Ach so, ja. So, ich stelle hier hin, dass ihr was ihr kocht. Ihr könnt alles sehen. Ja, ich wünsche euch einen guten Appetit. Falls ihr auch esst, ne? Mhm. Ja, Uwe war ja heute beim... Und Dr. Pillemann. Das hört sich auch an. Also erstmal zu essen gibt es halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, normalerweise Spaghetti Bolognese, aber wir essen das gerne mit Spirellis oder hier mit diesen Farfalle, glaube ich, heißen die. Schupfnudeln nenne ich die immer. Ne? Das hätten wir mal zeigen sollen noch. Ne? So, und jetzt habe ich das Schöne schon alles hier vermanscht. Und da freue ich mich schon drauf. Kann man das trotzdem sehen? Ja, ihr steht halt ein bisschen weiter weg. Das ist halt hier ein bisschen schlecht handelbar. Die Rollung ist zu groß. Ja, was hat denn der Doktor gesagt, Schatz? Also, ich habe um 8 einen Termin gehabt. War der erste. Mhm. Und weil ich da schon so genannter Stammkunde bin, ich habe auch hinten schon die Inventarnummer drauf. Entschuldigung, aber ich muss gerade erstmal. Das ist eine richtige Geschmacksexplosion gerade. Lecker. Hm? Da ist eine Nummer hinten drauf. Mhm. Ich brauche nicht mehr meine Karte vorzeigen. Die kriegen bloß hinten drauf, alle klar. Nee, naja. Also
ich musste mein Fahrrad wieder fahren, bin ja angeklemmt worden. Belastungs EKG? EKG, alles wieder gemacht. Belastungs EKG. Und bin zwischen 54 und 65. Ja, diese Umdrehung, die man da bei diesem Fahrrad haben muss, die, ne? Ja, die ich halten muss. Mhm. Und musste allerdings, bin geblitzt worden. Die Schwestern, die sind so in Ordnung. Da winkte zu mir, Herr, so, naja. Und jetzt, bing, winkte. Jetzt sind sie geblitzt worden. Ne? Ich meine, wieso, bitte? Ja, über 65 gefahren. Ich hatte nämlich kurz vor der 70 schon. Ich weiß nicht, wie sich das nennt, ne? Aber wenn man da diese Belastungsdings tritt, hast du ja so einen Schwierigkeitsgrad. Ja. Und da ist schon, also 65, richtig gut. Also ja, 65 und 150 Kilometer bin ich gefahren. Wow, was? Ja, 150 Kilometer. Das war der Hammer. Ja. Fit wie ein Turnschuh, der Mann. Hm. Da guckt man ja nicht, dass du bald nullst, ne? Nee. Und alle gut bestanden. Und Blutdruck wird ja auch zwischendurch gemessen. Ist jetzt ganz moderne, sagen sie so, ja. Mhm. Du musst ja bloß normal, kriegst du deine Manschette um. Und dann kannst du dir auch neu den Sattel während der Fahrt einstellen. Was? Während der Fahrt? Ja, während der Fahrt haben sie vorne jetzt ein neues Teil. Nom. Mhm. Ja. Den Sattel? Hm? Wie will man sich den? Das ist automatisch. Kannst du das, hast du vorne so eine kleine Armatur und dann kannst du den hoch oder runter stellen. Aber das ist kein Liegerad, was ihr da habt. Ne? Nee, normale. Mhm. Also ich bin wirklich zufrieden, wenn und der Uwe immer mit so positiven Ergebnissen nach Hause kommt. Ja. Ne? Und Doktor hat das auch gesagt, dass mir die Luft, wenn ich mit Luftschwierigkeiten habe, damit darf kann sein, das Wetter, ich bin ja nicht, das habe ich auch im Sommer. Wenn ich hier jetzt 2 Treppen hoch gehe, bin ich mal ehrlich, bin 10 Treppen hochgelaufen. So, ja, jagt sich nach Luft und das stimmt ja auch nicht. Ja. Weißt du, was ich glaube, was das ist? Ja, da hat sich dann mal zum Lungenarzt gehen. Hm. Da war ich da erstmal. Ja. Der hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Aber weißt du, was ich glaube, was das ist? Ja. Spätfolgen vom großen C. Weil wir haben euch ja mal erzählt, dass wir Anfang 2020 so schwer krank war mit ganz hohem Fieber und alles. Und da war das große C noch nicht so in aller Munde. Ne? Also man sprach da noch nicht so drüber, wie das heutzutage ist. Und Uwe hat es reingeschleppt. Also du hattest zuerst 40 Fieber, was ich von Uwe überhaupt nicht kenne. Und Husten und sowas, aber ansonsten keine grippeähnlichen Sachen. Ne? Das war so ganz merkwürdig alles. Naja, da haben wir halt versucht, bei Uwe die Fieber runterzukriegen, was wir auch erfolgreich geschafft haben. Und ein paar Tage später habe ich mit 41 oder 40 flach gelegen, also auch mit sehr hohem Fieber, was ich überhaupt nicht kenne. Und auch bei mir haben wir das relativ gut in den Griff gekriegt. Und ich glaube, wenn das wirklich der große C war, wir können es ja nur mutmaßen, ne? Dann sind das Spätfolgen mit der Atmung und so. Eventuell, aber das ist halt nur eine Mutmaßung. Wenn die anderen Werte bei dir alle so gut sind. Ja. Ja. Der hat doch zu mir gesagt, also, hat der hochgekickt? Mit der Nähe. Das stimmt ja nicht, die Zahl. Wie jetzt? Nein, das ist der Geburtsdatum. Den haut die hin. Wenn er warum denn nicht, wa? Da sagt er ja, also nach dem Herz zu urteilen und was ich jetzt so sehe und er hat auch zwischendurch mal den Ton angemacht. Da im Hinterschlägt. Alles super. Mitter so, Mitte 30. Was? Mitter, mein Herz jetzt, also, ist in Ordnung. Cool. Ja, die Schwester hat auch gesagt, das ist nicht normal, was die hier runterfahren. Mhm. Was denn? Mach mal nicht. Du bist so selten neben mir. Ja, sonst machen wir hier. Also Leute, das schmeckt so lecker.
Habe ich denn eigentlich schon jemals mein Bolognese-Rezept mit euch geteilt? Ich weiß das überhaupt gar nicht mehr. Bestimmt. Ihr wisst es bestimmt besser. Schreibt es mir mal in die Kommentare, bitte. Bevor ich jetzt anfange, meine 700 Trillionen Videos durchzuforsten. Ansonsten müsst ihr das beim nächsten Mal die Kamera auch mitlaufen lassen. Die Kira, die hat sich auch gerade satt gefressen. Wunderbar, weg. Die liegt jetzt neben mir, gerade hochgekommen. Ja, also ich bin einfach nur heilfroh, dass das wirklich alles, alles im grünen Bereich ist. Ich bin zufrieden. Ja. Haben wir erzählt mit dem Schornstein jetzt, mit dem Schornsteinfeger? Nee. Ja, die Uwe hatte zufällig wieder den Schornsteinfeger unten getroffen. Der hatte eine Nachmessung am Heizkessel machen müssen. Und das war diesmal ein anderer Schornsteinfeger. Uwe meint der Chef. Und hat hier nochmal gebeten, mit hochzukommen, weil ja hier nichts vorwärts geht mit unserem Schornstein. Ne? Mhm. Es wird immer schlimmer, aber es geht nichts vorwärts. Ja, dann ist er hochgekommen, hat sich das nochmal angeguckt. Ja, der hat die Hände über den Kopf zusammengehauen. Ne? Und hat gesagt, dass er schon davon einem Kollegen halt was gehört hat, aber es ist offensichtlich nichts unternommen worden. Und dass die Verwaltung, der, mit dem ich da gesprochen habe, der Mensch, der hier für uns zuständig ist, hatte mir ja in die Hand versprochen, dass er sich mit dem Schornsteinfeger in Verbindung setzt und da irgendeinen Termin klar machen will. Hat er nicht gemacht. Der Schornsteinfeger wusste von nichts. Also es gab keinen Termin, keinen Anruf von der Verwaltung, gar nichts. Und ja, das war ja Bescheid, ne? Das ist so für mich schon der Anfang des Terrors, was hier stattfindet, damit die Leute, die restlichen Mieter, einfach nur ausziehen. Ja, aber jetzt, ne, hat er ein kleines Problem. A, weil die Messung nicht gut war, wieder mal nicht gut war. Unter anderem haben wir wahrscheinlich auch ein Problem dann damit, weil wenn die Heizung deshalb ausgestellt wird, dann ja, stehen wir doof da. Aber der Vermieter bzw. der Hauseigentümer hat jetzt auch ein Problem, weil es jetzt eine Mängelmeldung beim Bezirksamt gibt, vom, direkt vom Schornsteinfeger aus. Da lügt er mir eiskalt an, wisst ihr, und behauptet, er würde sich und hätte und macht, wisst ihr, und nix. So, und dann hatte ich den ja gefragt, diesen Menschen, der hier für unsere Wohnung, für unser Haus zuständig ist, ob denn sich noch kein anderer aus dem Haus sich gemeldet hätte. Weil, Leute, mal ganz ehrlich, ich wohne ja nicht ganz oben, ne? Das heißt, wenn das eine Versottung ist und das von oben nach unten kommt, muss ja eigentlich die Wohnung über uns, müssen ja auch was haben. Dachte ich so. Und das hat aber verneint, ne? Hat sich keiner gemeldet. Ist der Schornsteinfeger nach oben gegangen. Hat sich da das mal angeguckt, also die Wand, die ist kohlrahmschwarz wohl. Und die hat gesagt, die hat sie schon im September, hat sie das gemeldet. Und bei uns ist es ja erst im November durchgekommen. Ja. Das zu dem Thema, als hätte sich noch kein anderer Mieter gemeldet. Ne? Das ist auch Bescheid. Also jetzt seht ihr hier alles nur noch über einen Anwalt. Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ne? Nee. Wir wollen das ja so. Ja. Unfassbar. Oder auch das mit der Heizung, das Heizöl leerlaufen lassen, das ist das eigentlich das Schlimmste, was du einer Ölheizung antun kannst, weil dieses Öl hat ja auch eine Schlacke. Und diese Schlacke muss ich auf den Boden festsetzen und dieser ganze Schlamm wird mit hochgepumpt, wenn das Öl alles ist. Ja. Deswegen lief die ja am Anfang nicht auf volle Tour, weil sich das erstmal wieder legen musste, ne? Als sie den Heizöl reingekippt haben. Ja, also mir fällt hierzu echt nichts mehr ein. Ne? Ich habe so richtig das Gefühl, die wollen hier die Hütte richtig verkommen lassen. Und dann gibt es noch eine andere Neuigkeit zu unserem Haus hier. Das ist jetzt am 31.01. Ah, ja. Soll es endlich eingerüstet werden. Also wir haben jetzt wieder einen Anschlag dran. Wer weiß. So, und dann kannst du dich ja, naja, kann man sich an allen 10 Fingern abzählen, wie lange die stehen wird, ne? Wenn man sowas im Februar aufbaut. Keine Ahnung, man kann es ja nicht im Februar, im tiefsten Winter eigentlich, Malerarbeiten dran machen. Doch, dass es nach 5 Jahren wieder gemacht werden darf. Also ich mache mir halt einfach Sorgen wegen Kira, ne?
Ja. Die geht schon so nicht auf den Balkon und ist traumatisiert und alles. Aus ihrem ganzen Vorleben und dann so was noch. Naja. Schatz, möchtest du noch was? Ein Nachschlag? Nee, du hast so doch. Mann, nein. Ja, ich hole mir noch was. Hm. Ja, das sind jetzt so die Neuigkeiten, die mir so spontan eingefallen sind. Ja, mir auch. Oder schönes Wetter haben wir. Ach, Regen, ihr seht es ja, wie ich aussehe. Du hast die Dusche, dann hast du vergessen abzutrocknen. Regen, Regen, Regen. Hm? Regentropfen. Nein, nein, nein. Naja, was soll's. Also Uwe nimmt sich noch einen Nachschlag, finde ich gut. Das heißt ja für mich immer, das schmeckt. Ja. Und das schmeckt ja auch. Naja. Ja, was liegt denn heute noch so an für Kleinigkeiten? Ja, ich muss jetzt erstmal duschen. Haare waschen. Ja, warum nimmst du nicht, also ich begreife das nicht. Warum nimmst du den Shampoo nicht mit? Das hat mir einfällt, haben wir nicht bei unserer ersten Impfung so eine Ringpelerine gekriegt? Mhm. Warum nehme ich die dann nicht? Weil die da liegen bleiben soll. Ach so. Ja, siehst du, den haben wir hier mal rausholen. Mhm. Oh Gott, das ist lecker, ey. Naja, und dann nach dem Doktor war ja Uwe, oder vor dem Doktor warst du schnell beeilt, hast mir Wolle geholt. Ja. Vor dem Doktor. Vor dem Doktor, ja. Aber die restliche andere Wolle, die er mir im Auftrag von mir geholt hat, die zeige ich um eine Knit Happens. Das mache ich jetzt nicht hier. Ja. Ja, die Schwester kommt dann natürlich meine Tasche voll gehabt mit Wolle. Und warum der Reißverschluss auf? Mhm. Und sie kennt ja nicht von mir, dass ich mit der Fahrradtasche hinkomme. So, stelle ich so ab, wa? Und sie kickt so hin. Ach, was haben wir denn da Schönes gekauft, wa? Ich meine Wolle. Wolle? Jetzt hängen sie doch mal die Wolle, wa? Mhm. Ich durfte gerne das Paket auspacken, wa? Ja, ja. Da hast du so eine Linie, dass du dich da vorher nochmal hinlegen musst und danach, nach dem Test. Mhm. Da hat sie dann das alles schön eine ausgebreitet. Die brauchen sich ja heute nicht schön hin. Ja, die hat so die Wolle schön verkehrt und die hat sie noch eingekriegt. Und hat sie gefallen? Ja, meinst du, oh, die sieht aber gut aus, die sieht gut aus. Ich meine, wer strickt denn? Meinst du zu mir sie? Also ich, wa? Ich meine, naja, weil ich mit dieser Finger. Der klappt nicht. Ich habe bei den Uwe mal versucht, an die Stricknadeln zu kriegen, ne? Hat nur semi-gut geklappt. Aber komm, du hast ein bisschen was geschafft. Ja. Kannst du behaupten, du hast schon mal gestrickt. Mhm. So, Leute. Wie war das so? Ja, so ähnlich. Das sind Maschen aufnehmen. Was du gerade gezeigt hast. Ja, das musst du ja erstmal machen. Ich hab keine Ahnung. Ja. So. Das war sehr lecker. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Freude daran hattet, mit uns am Küchentisch zu sitzen. Also Platz ist genug. Ja. Absolut. Das ist, weil die Küche so groß ist. Steht ja so. Ja. Ja, oder man müsste sich hier auch irgendwie so ein so eine Stelle, was von der Decke und dann da die Kamera befestigen. Oder man hätte einfach eine Kamera mit Weitwinkel. Flaschenaufzug. Siehst du, das, ich werde ja mal gefragt.
was wir für Wünsche noch so haben. Mhm. Und es ist definitiv eine neue Kamera. Oder? Mit Weitwinkel. Mhm. Und ich scroll gerade durch die Kommentare. Und ich musste so lachen. Also die meisten von euch sind ja auch Dschungelcamp-Gucker, finde ich lustig. Wobei ich glaube, dass sich das hier die in der Community die Waage hält, dass hier viele die Ehen kriegen Schuppenflechte und Haarausfall. Da musste ich so lachen. Ihr seid der Knaller, ehrlich. Ja, und die anderen freuen sich jeden Abend darauf, wie Uwe und Icke, ans Lagerfeuer zu kommen. Ne? Mhm. Ja. Schön warm. Ja. Ja, aber ohne Scheiß. Also, ich gucke jetzt nicht so viel Trash-TV, aber den Dschungel, das ist für mich ist irgendwie ein Muss. Obwohl die Leute für mich da drin jetzt nicht prominent sind. Ja, das sind alle irgendwie gestrandete Seelen oder haben halt bei irgendeinem Kuppelformat mitgemacht. Also wenn. Wen kennen wir davon? Ich kenne Harald Glöckler, ich kenne Tina Ruhland. Ja. Und ich kenne die Anuschka Renski, Leute. Die, also der möchte ich nicht im Halbdunkeln begegnen, ja. Die sieht ja manchmal aus mit ihren Augen, wenn sie bewegt den Kopf nicht, aber die Augen. Wie Chucky, die Mörderpuppe. Oh, Feuer. Also das ist schon ein bisschen gruselig, ne, wenn die dann so, so komisch sitzt und die Augen so bewegt. Oh. Nee. Naja. Wen kenne ich denn da noch? Gar keinen sonst. Und Lukas Cordalis hätte ich halt gekannt. Ja, aber hier, Manta Manta. Die ja, die Tina Ruhland. Hm? Ach so. Ach, und der Peter Althoff, ja, den hat man auch schon mal gesehen. Ja, aber schon, das war ein Kickboxer, Niemeyer. Ja, aber so ein, ja, ich glaube, er war Achter an der Weltrangliste, ne? So, ja. Ja, aber so richtig auf dem Schirm hätte ich ihn jetzt nicht, wenn das nicht durch die Presse gegangen wäre und ich den so gesehen hätte, wäre der mir einfach, wüsste ich nicht, wer das gewesen ist. Und ich finde das immer interessant, dass man direkt prominent ist, nur weil man bei Bachelor oder, keine Ahnung, Fantasy Island oder wie nennt sich das? Ja. Ja, irgend so eine Island, wo sie nackig rumrennen und so was, ja, das ist... Traum? Dass Traum man denn... Denn direkt prominent ist ja, da bin ich auch prominent, hallo? Ja, naja. Ja, also Harald Glöckler kenne ich, Tina Ruhland kenne ich, Anuschka Renzi kenne ich. Und da hört es eigentlich auch schon auf. Lukas Cordalis hätte ich gekannt. Hm. Ende Melende. Der Rest ist für mich unbekannt. Ja. Na gut. Der Uwe ist jetzt auch gleich fertig mit dem Essen. Und mit den Nerven. Und mit den Nerven. Und ja, wir werden jetzt hier noch schnell klar Schiff machen. Und dann hopsig unter die Dusche. Zieh mir was trocknet an. Und mach mich wieder ein bisschen tageslichttauglich. Das ist so unangenehm, ja. Dann beziehe mal deine Haare. Gleich, aber ich muss mich erstmal stärken, dass ich überhaupt den Weg in die Dusche finde. Aber ich mach dir Licht an. Ansonsten hätte ich rauchen müssen, ne? Aber ich kann dich auch dahin führen. Tragen. Doch, da hat dir gesagt, ich soll nicht schwer heben. Ach ja, so ist das. Ja, so ist es mit dem Doktor. Also ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, ein bisschen Freude daran hattet, mit uns hier am Küchentisch sitzen. Oder hast du noch, was du gerade erzählen willst? Ich hab was vergessen. Was? Ich wollte einen neuen Termin machen. Alter. Ja, dann ruf an. Wo ich an? Ja, hier. Nee, jetzt nicht. Siehst du denn nicht? Bitte, mein Liebling. Na gut. Ja, ist. Ihr Lieben, Planänderung. Yeah. Denn ich habe ganz kurzfristig einen Termin.
Ja. Beim Zahnarzt. Glatzenschneider. So, Glatzenschneider. Beim Glatzenschneider bekommen und da düse ich jetzt gleich mal hin, aber natürlich ohne euch, ne? Ja. Ja. Also wenn ich nachher nach Hause komme, bin ich wieder Kopf der Woche, Leute. Ne? Ich freue mich total, dass ich so spontan einen Termin bekommen habe. Aber bevor es losgeht, will ich euch noch zeigen, was der Uwe nämlich eingekauft hat, während ich... Ich war fleißig, ich habe Geld aussehen. Ja, ja, während ich gut verdient habe. Ne? Das ist also... Irgendwie finde ich, ist so die Aufteilung nicht, nicht gerecht, oder? Schöne Hände. Ja, Kira ist auch da. Kira. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Was ist los? Ja, also ich werde euch jetzt erstmal hier hinstellen. Ich hoffe, das ist lang genug alles. Moment, Moment. Jetzt steht hier halt alles im Weg. So. Und ja, das ist schon einiges, was der Uwe geholt hat. Aber er hat nicht den richtigen Reis geholt, sehe ich. Nee, da, ich war mir jetzt unsicher. Mein Kaffee steht aber da oben. Aber den trinken wir erstmal da hoch, den Reis. Ja, aber okay, ich fange jetzt erstmal an. Und zwar hat der Uwe sich mitgenommen, dreimal Milchbrötchen. Achso, das ist übrigens von Netto, ne? Netto-Marken-Discount oder wie ich zu sagen pflege, mexikanische Würfelbude. So, das ist original französische Milchbrötchen mit 20% Vollmilch. Mich würde mal interessieren, ob hier auch Alkohol drin ist. Oder ob es nur die von Aldi sind. Also ich kann das jetzt auf den ersten Blick hier nicht erkennen. Scheint nicht so das zu sein. Nee, da muss ich mir eine Lupe holen für auf den zweiten Blick, ganz ehrlich. So, die können schon mal beiseite. Dann geht es weiter mit dreimal Butter. Wir wollen nämlich backen und das Wochenende steht vor der Tür. Also ist Butter mitgekommen. Schatz, soll ich das hier hinten hinstellen wieder? Ja. Ja. Einmal Pflaumenmus, Thüringer Pflaumenmus. Das ist total lecker, ne? Also wir essen das sehr gerne von Mühlhäuser. Original Thüringer Pflaumenmus. Gibt ja nichts leckereres. Speisequark Magerstufe ist wieder mitgekommen für Pellis mit Quark. Da durfte auch wieder mit einziehen. Dazu natürlich Sahne. Ihr wisst ja, ne? Ich mache immer ein Kilo Quark und mache da zwei oder drei Becher Sahne dazu. Dann habe ich einen Sahnequark, aber vierfache Menge oder so, als wenn ich mir direkt einen Sahnequark kaufen würde. Genau. Und davon essen wir zwei oder drei Tage, denn unter der Woche, wenn es halt schnell gehen muss oder der Uwe nicht weiß, was, was er aufwärmen soll, dann machen wir das halt. Alles in Ordnung. Dann wieder der leckere Pudding. Ne? Und zwar Sahnepudding von Lieblings. Heißt wirklich nur Lieblings. Mit Bourbon Vanille. Ultra lecker. Also habt ihr das schon mal probiert? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Also dreimal Vanille und wieder einmal Schoko. Hallo? Oh, Entschuldigung. Du hast unsere Schätzeleins gerade durchgeschüttelt. Oh, ja. Entschuldigung vielmals. Ja, also einmal Schokolade und dreimal Vanille durften wieder mit einziehen. Der Schokoladenpudding davon ist auch ultra lecker, ne? Mal davon abgesehen. Ich habe das nur gesagt mit dem Vanille, weil Vanille esse ich schon sehr gerne, aber eigentlich lieber Schokolade, ne? Pudding. Aber von dem esse ich die Vanille lieber. Die ist so lecker. Ja, und damit wir bei der Kalorienbombe bleiben, hat der Uwe nochmal so ein Eimerchen Schoko-Haselnuss-Dessert mitgenommen mit 67% Vollmilch. Also das ist schon eine ordentliche Bombe, aber lecker. Ne? Also man gönnt sich ja sonst nichts. Kommen wir mal zu den magereren Sachen und zwar Kochkäse mit Kümmel. Hier ist der Kümmel. Ich liebe ihn. Oh, könnte ich jeden Tag echt essen. Ne? Das ist so extrem lecker. Dann von Gutes Land, Le Petit Cremeur oder so.
dieser französische Weichkäse. Dann hat sich denn der Uwe von Hofmeier Bierwurst mitgenommen. Genau. Also, Schatz, ne? Nutri-Score ist ja eh das Schlechteste, was es gibt. Geflügel-Mortadella hat er sich mitgenommen. Ja, na, du isst das ja. Ich esse das ja jetzt nicht. Dann, oh, die ultra leckere Pfälzer Leberwurst. Habt ihr die mal probiert? Oh, Leute, da könnte man wirklich sein Leben für geben, ne? Das ist so extrem lecker. 200 Gramm sind hier drin. Die ist sehr, sehr würzig. Und laktosefrei steht hier. Sehr cool. Ja. Also die liebe ich, aber die ist jetzt natürlich nicht für mich, ne? Aber extrem lecker. Denn ist wieder was, was für mich ist, und zwar von Gutes Land, der Limburger mit 20% Fett im trockenen Zustand, mit viel Protein, ja, große Liebe, und Frischkäse pur, genau, extrem lecker. Die Kira bekommt auch was, und zwar wollen wir mal ausprobieren von Pablo Huhn. Das haben wir jetzt wieder neu entdeckt. Mal gucken, wie sie das mag. Ne? Mit 100% natürlichen Zutaten, High Premium Hundenahrung steht hier drauf, reich an Huhn. Ich hoffe, dass das nicht so viel Nebenerzeugnisse hat. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Naja, also da bin ich immer so ein bisschen, da bin ich immer nicht so begeistert, ne, wenn da so viel tierische Nebenerzeugnisse sind. Ja, und dann, wo wenig drin ist an tierischen Nebenerzeugnissen, ist hier dieses Four Paws, Amber Valley und Green Field. Die mag sie ganz gerne und die kriegt sie natürlich auch zu futtern, ist ja klar. Na, mein Liebling? Ja, ist doch nicht so das richtige Wahl, Tierfutter. Weiß nicht, also da ist halt wieder ja, reichlich tierische Nebenerzeugnisse. Tierische dagegen ist ja eigentlich nicht einzuwenden, aber in den meisten Fällen ist es so, dass tierische Nebenerzeugnisse eben Federkiele sind, Krallen sind, Hühnerfüße sind, alles das, was nicht so wirklich nahrhaft ist für so einen Hund, ne? Ja. Also wenn da so ein bisschen drin wäre, wäre das überhaupt nicht schlimm, aber leider ist das ja immer das Streckungsmittel, das heißt, da ist dann immer ganz schön viel drin. So, ihr hattet es gesehen, wir haben Spaghetti Bolognese gemacht, wobei Spaghetti jetzt überbewertet ist, ne? Denn wir haben ja die Penne dazu gegessen. Also hat der Uwe direkt wieder zwei Tütchen nachgekauft. Damit ich wieder nicht Spaghetti machen kann, also Bolognese-Soße machen kann. Milchreis durfte einmal mitkommen, der war alle. Und unser normaler Reis ist auch alle. Und zwar holen wir immer diesen Parboiled-Reis, wenn wir nur Reis wollen. Und sonst auch sehr gerne Basmati-Reis und Jasmin-Reis, den wir eins zu eins mischen. Das hat aber Uwe irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich gar nur aufgeschrieben habe, ich brauche Reis. Das hätte ich deutlicher aufschreiben sollen, dann hätte er auch die anderen beiden Sorten mitgebracht. Ist nicht schlimm, hole ich morgen. Macht ja nichts. Mitgekommen ist Mini-Pflaumen-Tomaten, 500 Gramm. Ja, ich bin einfach so ein Tomatenfreak, Leute, ne? Da ändert sich nichts dran. Nee. Wie konnte das denn passieren? Das weiß ich auch nicht. Weiße Schokolade, all you need is love and chocolate. Es lebt noch. Ja, einmal für meinen Schatz. Und Rumtraubennuss. Das ist garantiert für die Susi. Für Kira. Ah, für Kira. Nom, nom, nom. Die mal besoffen ist. Sehr lecker. Fürs Wochenende Vitalbrötchen. Oder was steht da drauf? Vital und Fit Meerkornbrötchen. Ja, zum Aufbacken, ne? Fürs Wochenende. Samstag, Sonntag. Dann sind zwei Toastbrote, Sandwich-Toastbrote wieder mitgekommen. Dass der Uwe was zwischendurch und morgens knautschen kann. Oh, und für nach dem Friseur, ja, für heute Nachmittag, Schokocroissant, ne? Voll lecker. Oh, da freut mich drauf. Ja, das war's jetzt mit unserem
Und wasch hier mein Liebling. Das ist nett. Ich darf, da staune ich. Das ist ja auch unser Video. Ja. Ja. Das war jetzt mit unserem Netto Food Hall. Mehr haben wir nicht geholt. Das reicht ja auch, das wiederreiche Geld ausgeben. Ne? Jo. Ja. Macht Spaß. Ja, aber es ist ja auch alles. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Ja, okay. Dann hörst du auf, gehst du weg. Dann werde ich mich jetzt lange auf die Spur machen, Schuhe anziehen wieder. Ja. Was ist, hätte ich mir gar nicht ausziehen brauchen. Ne? Egal. Hör auf, wir sammeln. Nein, ich mach da gar nichts. Okay, vielleicht sehen wir uns nachher noch wieder, aber ich kann nicht versprechen, weil ich nicht weiß, wie lange es dauert. Ne? Weil heute wird ja dann nur Ansatz gemacht. Ja. Das durfte ja dann hoffentlich nicht ganz so lange dauern. Nee. Mal gucken. Ja, na was denn? Was ist denn da? Was ist denn jetzt los? Oh! Hallo! 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 Ja, 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 mein Schatz! Kommt der Woche! Ach nee, das Monat! Prima! Und gefällt's dir? Ja! Sehr gut! Tada! Schick, schick! Ja! Ja, Mausilein! Oh, du hast aber heute einen dicken Hals. Ja. Warum? Oh, ist du da geworden? Ja! Hey, du nimmst aber schnell ab. Oh, ich leg hier nochmal an, los. Ja. Du süße Maus. Hast du mich vermisst? Ja. Aber hallo. Ja, Schatz. Nicht nur Kira hat dich vermisst. Du hast mich auch vermisst. Ja, klar. Oh, danke. Wollen wir eigentlich direkt uns aus dem Video verabschieden? Können wir machen. Tschüss. Weil heute wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Nee. Und ja, wir haben die Schätze dann beim Mittagessen mitgenommen. Und was haben wir denn noch gemacht? Oh, vieles. Ich hab's vergessen und mir beschlägt schon wieder die Brille. Angst, ja? Nein. Also, das ist gut. Hitze, ne? Ja. Hitze! Heißes Mädchen. Ja, soll ich dir die Kamera mal abnehmen? Und dann? Ihr Lieben. Ach, wie rum ist denn am besten? So rum. Ja, aber man sieht ja gar nichts. Außer beschlagene Brille. Ja, also ich finde. Das ist eine Tarnbrille, ist das. Das ist genau der richtige Moment, einfach sich aus dem Video zu verabschieden. Denn ich möchte gerne ein Käffchen jetzt mit Uwe trinken. Und. Ja. Und ja. Und leckere Croissants essen. Die Franzosen aufessen. Ja. Und ja, das Video muss ich ja auch noch schneiden, damit ihr am Freitag was Schönes zu sehen habt. Ja. Genau. So, und damit sagen wir jetzt. Wollt ihr mal sagen, ne? Ja, was soll ich mal sagen? Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüss, ciao. Meine Lieben. Dicke Knutschis. War schön mit euch. Wir sehen uns wieder. Ja. Keine Bange. Auf jeden Fall.